Mein Name ist Frank Kante, ich bin jetzt seit 31 Jahren bei der Berliner Feuerwehr tätig, bin im Moment Zugführer auf der Feuerwache Suarez und organisiere seit vielen Jahren, seit fast 20 Jahren, Austauschreisen mit Kollegen in die Vereinigten Staaten. In meiner Feuerwehrjugend sozusagen haben wir von meiner Feuerwache aus viele Bundeswehreinrichtungen besucht, 10 Jahre lang. Und irgendwann ist die Idee gekommen, nachdem wir alles kannten an Flugzeugen, an Schiffen, an Hubschraubern, was machen wir? Und da ich schon zu dieser Zeit sehr viel in Amerika war, fragte man mich, Frank, organisiere doch mal was mit New York. Ich sage, wie soll ich denn New York organisieren? Und habe mir dann eines Tages das Telefonbuch aus New York rausgeholt und habe ganz frech den Feuerwehrchef in New York angerufen und habe gesagt, wir wollen hier mal vorbeikommen. Und das hat funktioniert. 14 Tage später gab es eine Einladung und damit ist aus der Idee dann Tatsache Realität geworden. Und wir haben das dann ausgebaut mit Chicago, mit Los Angeles. Und später habe ich erst erfahren, dass Berlin mit Los Angeles städtepartnerschaftlich vereinigt ist und dass Los Angeles die erste Städtepartnerschaft, die erste Städtepartnerschaft von Berlin ist. Das Projekt nennt sich Next Generation, basierend auf den 4 großen Reisen, die wir in der Vergangenheit mit Berufsfeuerwehrmännern hatten, ist die Idee bei einer Übergabe an Tom LaBonge, Councilman Los Angeles, entstanden, Kinder von Berufsfeuerwehrmännern nach Los Angeles zu bringen und denen die Erfahrung machen zu lassen, wie ist es denn in einer Feuerwehrfamilie in Los Angeles. Wir hatten insgesamt 10 Kinder im Alter von 15 bis 18 Jahren, die 14 Tage lang die Chance hatten, bei Feuerwehrmännern zu wohnen, dort wunderbar aufgenommen worden sind und von denen lernen zu können, wie eine amerikanische Familie, aber auch wie amerikanische Kultur funktioniert. Das haben die Eltern alle eigenständig finanziert. Es gab einen Zuschuss der Senatskanzlei und es gab einen Zuschuss der Scheckbein-Charlie-Stiftung, die möchte ich hier auch gerne erwähnen. Den Großteil haben jedoch die Familien aus eigener Tasche bezahlt. Das haben die Kollegen auch alles eigenständig finanziert. In der Regel sind es eher höhergradige Ränge, die offizielle Austausche weltweit machen. Es ist eher ungewöhnlich, dass, ich sage mal, einfache Feuerwehrmänner, die draußen an der Front sozusagen arbeiten, diese Austausche machen. Aber es gibt Tatsache Leute, die es interessiert, über den Tellerrand hinauszuschauen, auch über den großen Teich sozusagen, und von anderen Kulturen und anderen Feuerwehrmännern auch zu profitieren. Und wir haben Tatsache aus 2001 Los Angeles Ideen mitgebracht nach Berlin, mit denen wir heute arbeiten. Das ist natürlich eins der großen Ziele. Ein Austausch heißt ja immer, wenn es geht, in beide Seiten. Und wir starten mit der Planung nächstes Jahr. Wir haben jetzt für diese Reise noch ein bisschen Nacharbeit und werden dann mit dem nächsten Jahr starten, dies zu organisieren, dass wir auch 10 Feuerwehrkinder von Los Angeles nach Berlin kriegen und denen dasselbe oder ähnliche anbieten wollen, was wir drüben erlebt haben.